Hyundai hat im Rahmen des Goodwood Festival of Speed die Performance-Version des IONIQ 5 vorgestellt. Wenn der IONIQ 5N vermutlich recht bald auf den Markt kommt, wird es sich beim Antrieb aber nicht um die erwartete 1:1 Kopie des Kia EV6 handeln. Was für krasse Features der IONIQ 5N hat, was er möglicherweise kosten wird und wann er auf den Markt kommen soll, erfahrt ihr kurz und bündig zusammengefasst jetzt hier auf Project Drive. Laut Till Wartenberg, VP, Head of N-Brand and Motorsport, möchte man EV-Performance auf ein neues Level bringen. Außerdem soll der elektrische N-Neuzugang auch noch als Halo-Car dienen, die Performance-Marke der Koreaner stärken und vor allem die letzten Verbrennerfanatiker davon überzeugen, dass man ab sofort auch hochemotionale Elektroautos kaufen kann. Viel zu tun und nicht gerade kleine Aufgaben für ein einziges Modell. Zurückhaltung ist dem IONIQ 5N dabei komplett fremd. Die Frontschürze ist zerklüftet von Lufteinlässen, Flügeln und Aircurtains. Matt-orangefarbene Akzente machen den im Vergleich zum normalen IONIQ 5 um 5 cm verbreiterten Sport-IONIQ noch etwas auffälliger. Eine Verbindung von Optik und Funktion bieten die 21 Zoll großen Räder. Bezogen mit eigens angemischter Pirelli P Zero Bereifung 275er 35 auf 21 Zöller. Dahinter die größte Bremsanlage, die Hyundai bislang verbaut hat. Am Heck prangt ein vergrößerter Dachkantenspoiler mitsamt dreieckigem Bremslicht und ein unterbissiger Diffusor in der Schürze. Die Optik verspricht schon mal viel und der Aufwand, den die N-Truppe betrieben hat, hält der Optik mehr als stand. Auch wenn der IONIQ 5N in 10 Außenfarben erhältlich sein wird, ist der Farbton Performance Blue wahrscheinlich erste Wahl. Ihn gibt es exklusiv in einer glänzenden und einer matten Ausführung. Akzentuiert wird das N-Modell dann mit Luminous Orange Matte. Auch der Innenraum wird dem sportlichen Anspruch des Hyundai IONIQ 5N gerecht. Komplett in Schwarz gehalten, vermittelt er zusammen mit den um 20 mm tiefer positionierten Sportsitzen ein fahrdynamisches Flair. Der Fahrer blickt auf ein neu gestaltetes Sportlenkrad, das von einem N anstelle des Hyundai-Logos geziert wird. Während über die Schaltwippen die Funktionen N-E-Shift und N-Pedal bedient werden können, bieten weitere Tasten die Einstellmöglichkeiten für die Fahrmodi und den N-Green Boost. Spätestens wenn die volle Leistung anliegt und in den Kurven zum Einsatz kommt, ist klar, die Mittelkonsole mit Kniepolstern ist plötzlich ziemlich nützlich. Das Enercap Smart ist einfach zu bedienen. Ein Knopf und selbsterklärende Anzeigen. Die Einrichtung ist kinderleicht. Einfach in die Starkstromsteckdose stecken und los geht's. Mit 11 kW Leistung kann man jedes moderne Elektroauto laden. Das Enercap Smart gibt es übrigens mit App-Anbindung, Tesla-Modus und in 6,5 und 10 Meter Länge. Wenn ihr das Ladekabel haben wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibungsbox und wenn ihr beim Checkout den Code PROJECTDRIVE eingebt, bekommt ihr 10% Rabatt. Also viel Spaß mit dem Enercap Smart Ladekabel und weiter geht's. Der IONIQ 5N ist 4,71 Meter lang, 1,94 Meter breit und 1,58 Meter hoch. Gegenüber dem Serienmodell ist er also 20 mm niedriger, 50 mm breiter und 80 mm länger. Der Radstand bemisst sich auf genau 3 Meter. Die Spur ist vorne und hinten übrigens 20 mm breiter. Weitere Änderungen an der Karosserie betreffen die Steifigkeit. Diese wurde mit 42 zusätzlichen Schweißpunkten und 2,1 Metern zusätzlich verklebter Teile erhöht. Die Motor- und Batteriehalterung wurde verstärkt, während die vorderen und hinteren Hilfsrahmen für eine höhere Seitensteifigkeit sorgen. Auch die Lenksäule wurde verstärkt. Das Grundkonzept des IONIQ 5N und des EV6 GT ist gleich. Beide EGMP-Modelle setzen auf einen zweimotorigen Allradantrieb und eine 800-Volt-Batterie. Bei dem hinteren Elektromotor setzen beide Fahrzeuge auf einen zweistufigen Wechselrichter mit erhöhter Energieeffizienz. Vom EV6 GT ist bekannt, dass er dabei auf SEC-Halbleiter von onsemi setzt. Doch während der EV6 GT auf 430 kW Leistung kommt, bietet der Hyundai IONIQ 5N 448 kW Systemleistung. Bei aktiviertem N-Green Boost steigt die maximale Power auf 478 kW und 770 Newtonmeter. In 3,4 Sekunden soll es von 0 auf 100 gehen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 260 km/h.
Für die Energieversorgung ist eine neue Batterie mit einer Kapazität von 84 Kilowattstunden verbaut. Ein optimiertes Batterie-Wärme-Management-System basiert auf einer vergrößerten Kühlfläche. Die Reichweite des IONIQ 5N wird Hyundai erst mit dem Marktstart bekannt geben. Auch auf die neue Batterie geht Hyundai bei der Weltpremiere nicht ein. Es ist somit nicht bekannt, ob die Differenz zu der bisherigen 77,4 Kilowattstunden Batterie durch zusätzliche Module oder eine geänderte Zellchemie mit höherer Energiedichte erreicht wird. Auch zur Ladeleistung und Dauer gibt es keine Angaben. Von den bekannten 18 Minuten Ladedauer wird aber auch das Topmodell wohl kaum abweichen. Dafür geht Hyundai auf das weiterentwickelte Wärmemanagement ein, das auf einer vergrößerten Kühlfläche basiert und die Motor- und Batteriekühlung signifikant verbessern soll. Dabei ist der IONIQ 5N besonders widerstandsfähig gegen hitzebedingten Leistungsabfall, schreiben die Koreaner. Das Basismodell war das bekanntlich nicht immer. Für das Performance-Modell allerdings gibt es beim Thermomanagement eine Besonderheit. Vor der Fahrt kann der Fahrer die Vorkonditionierung der Batterie nutzen, um die Batteriezellen auf den energieeffizientesten Status zu bringen. Dabei kann er zwischen dem Drag-Modus für eine kurze Volllastfahrt und dem Track-Modus wählen, der die niedrigstmögliche Batterietemperatur für mehrere Runden optimiert. Zudem soll der Fahrer über die Funktion N-Race eine direktere Kontrolle über den Energieverbrauch des Fahrzeugs erhalten. Dabei gibt es in der Software die Wahl zwischen Endurance und Sprint. Endurance maximiert die Reichweite auf der Rennstrecke. Dies wird laut Hyundai erreicht, indem die Spitzenleistung begrenzt wird, was zu einem langsameren Temperaturanstieg führt. Sprint hingegen legt den Schwerpunkt auf die Leistung und liefert maximierte Energieschübe. Neu entwickelt wurde auch die Rekuperation. Mit dem System von Hyundai N ist eine Verzögerung von bis zu 0,6 G möglich, was laut der Mitteilung ein branchenführender Wert sei. Mit aktiviertem ABS kann das Fahrzeug noch mit 0,2 G elektrisch verzögern. Trotz der verbesserten Rekuperation wurden auch die Bremsen nachgeschärft. Der IONIQ 5N verfügt über 400 mm Scheiben vorne mit 4 Kolben Monoblock-Bremssätteln und 360 mm Scheiben hinten. Zudem gibt es allerlei weitere Software-Features von einem N-Drift-Optimizer, der dabei hilft, die Driftwinkel beizubehalten. Oder Track-SoC, das auf einer Rennstrecke automatisch den Batterieverbrauch pro Runde berechnet und anzeigt. N-Launch Control bietet 3 verschiedene Traktionsstufen für den schnellstmöglichen Start. Und dann sind da noch die eher umstrittenen Features NE-Shift und N-Active Sound Plus. NE-Shift vermittelt ein Gefühl der Kontrolle über die Kraftentfaltung und das Schaltgefühl, während N-Active Sound Plus laut den Koreanern nicht nur einen futuristischen Elektrosound innen und außen, sondern auch verbrennerähnliche Motor- und Auspuffgeräusche liefert, die für ein fesselndes Erlebnis hinter dem Steuer sorgen. Zusammen erhöhen sie den Fahrspaß und die Freude am Fahren, indem sie den Klang eines Verbrenners mit Getriebe und die Zugkraftunterbrechung beim Schalten simulieren, so heißt es zumindest in der Mitteilung. Wann die Markteinführung zu welchen Preisen erfolgt, verrät Hyundai in seiner Mitteilung noch nicht. Laut Motor 1 ist der Marktstart des Hyundai IONIQ 5 in Europa für Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2024 geplant. Also kann man sich preislich nur an dem orientieren, was es schon gibt, und das ist der normale IONIQ 5. Das aktuelle IONIQ 5 Topmodell mit 77er Batterie und Allrad kostet aktuell 61.200 Euro. Ein realistischer Einstiegspreis wären also um die 68.000 bis 72.000 Euro, das ist aber nur gemutmaßt. Ihr könnt mir ja unter das Video schreiben, was ihr denkt, wie viel der kosten wird. Boah, ist der geil, ich habe mich leider direkt verliebt. Aber was haltet ihr vom IONIQ 5N? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!